Moin! So, wir haben uns ja die letzten Tage gar nicht mal so viel gemeldet. Wir sind ja gut hier angekommen in Gympi und dürfen ja hier bei unseren Freunden mit übernachten. Und jetzt sind wir tatsächlich heute zu den Hausarzt gefahren, zu Christi, Luke und den Kindern, wo wir ja für 2 Monate in 2016, 2017 gearbeitet haben, während unserer Weltreise. Und das ist halt echt cool, wieder hier zu sein. Also hat sich einiges draußen verändert vor allem. Und dennoch ist vieles auch bekannt und gleich geblieben. Wir finden es einfach nur schön, irgendwie hier zu sein. Wir hatten gerade Lunch zusammen. Wir tauschen uns ein bisschen aus, was über all die Jahre passiert ist. Die waren ja selber auch mal in Deutschland, sind dann mal vorbeigekommen, uns besucht, beziehungsweise ich war gerade in Portugal. Und jetzt sind wir halt einfach mal hier und sehen uns hier ein bisschen um. Vielleicht nutzen wir auch nochmal den Poolbereich. Wir haben jetzt hier inzwischen einen Pool. Da kommen wir auch irgendwie dazu und ansonsten ist es halt einfach schön, hier ein bisschen Zeit auch zusammen zu verbringen und sich einfach mal umzuschauen, was sich verändert hat und was nicht. Von da, wo wir halt gerade übernachten, melden wir uns auch nochmal. V-Log-mäßig geht das jetzt hier gerade so ein bisschen low, genau, in der Ruhezone. Da gibt es auch nicht so viel zu berichten, weil wir einfach den Tag über nicht viel machen. Gestern sind wir meistens so auf dem Grundstück gewesen, haben die unsere Gastgeber oder da unsere Freunde, wo wir sind, die haben selber 6 Kinder. Das heißt, Wein ist ein guter Obhut. Da gibt es viel zu tun da über den Tag. Und wir sind halt einfach dann auch froh, wenn er sich da einfach mal den ganzen Tag über ein bisschen austoben kann. Leider gab es auch einen Unfall, dazu aber einfach wann anders mehr. Ist nichts Lebensbedrohliches oder sowas und da kommt man drüber hinweg. Genau. Jetzt schauen wir uns hier einfach mal noch ein bisschen um, was es hier so Neues gibt.
Moin. So, heute wieder ein Tag Abenteuer. Auch wenn die anderen Tage jetzt nicht gerade ganz ruhig waren. Wir sind jetzt heute zum Australia Zoo gefahren. Wir wollten jetzt hier doch nochmal hin, neben dem anderen Zoo, wo wir ja schon waren. Uns hier einfach nochmal umschauen, weil wir auch denken, dass es hier ganz viel für den Großen zu sehen gibt. Einfach mal noch auch mehr Tiere. Ich muss hier kurz mal warten. So. Und genau, wir machen uns jetzt gerade auf dem Weg zum Schildkrötenfüttern. Die Riesenschildkröten, das wollen wir uns mal anschauen. Und hier gibt es halt auch so viel anderes einfach noch zu sehen, Tagesprogramm. Und wir werden hier einfach ganz entspannt langschlendern und uns umsehen. Mal gucken, wie das hier alles so funktioniert mit dem Großen. Hier gibt es ja auch Spielplätze und vieles anderes zu sehen. Und wir waren ja schon mal hier, fanden das ja schon klasse und hatten halt erst überlegt, ob es das nochmal wert ist, nochmal einfach reinzugehen und ob der andere Zoo ausreicht. Und letztendlich war aber jetzt im Vergleich zu dem anderen Zoo dort zwar viele australische Tiere auch zu sehen, aber jetzt, wir wollten hier nochmal ein bisschen mehr Action haben, mehr sehen und mehr machen können und haben uns gedacht, wir haben ja die Zeit, dann fahren wir hier einfach nochmal hin. Genau, wir gucken mal, dass wir ein paar Fotos unterwegs machen, Videos und euch wieder hier einfach mitnehmen. Ciao! So, die ersten Highlights haben wir schon gerade hinter uns. Wir haben uns einmal noch dazu entschieden, ein Koala-Fotoshooting zu machen. Anders als zum Koala-Encounter hatten wir da nicht unseren privaten Bereich, wo wir einen Koala halten durften. Mal ganz, den auch ganz lange und abwechselnd halten durfte, je nachdem wie man das halt bucht und auch Fragen beantwortet bekommen hat. Sondern es war quasi einmal kurz hinstellen, Koala auf den Arm. Ich hatte den Koala auf dem Arm und dann haben wir ein großes Familienfoto gemacht. Das war trotzdem klasse und ist auf jeden Fall wert. Ich glaube, es hat jetzt irgendwas bei 40 australische Dollar gekostet. Lass es halt irgendwas bei 30, 29 oder sowas Euro sein. Genau, und dann sind wir jetzt hier gerade durch das erste Kängurugehege, haben ein bisschen Kängurus gefüttert. Der Große hat sich auch einen kleinen Koala-Kuscheltier jetzt mitgenommen. Da war ja seit der einen Unterkunft schon die ganze Zeit hinterher. Jetzt haben wir endlich einen. Und jetzt geht es hier gerade noch ein Stück weiter. Ich warte gerade, bis die ganze Gesellschaft hier zusammen ist. Und genau, jetzt gehen wir hier noch ein Stückchen weiter zu den Wasservögeln und in die Wetlands. Und dann wollen wir dann nochmal zurück in die Krokodilarena. Denn um 13.15 Uhr ist hier immer quasi das große Krokoseum eröffnet. Da gibt es immer eine Vorführung, ist kostenfrei, ist im Preis mit inbegriffen. Und dann kann man sich da einfach mal so eine Show mit ansehen. Das hat man damals auch gemacht. Definitiv. Sehenswert. Bis später. Thank you.
Moin. So, unser Tag auf Australia Zoo ist vorbei. Wir sind jetzt gerade noch mal kurz nach Afrika gefahren mit dem Shuttle. Und haben eine Rundtour noch durch Afrika gemacht. Und sind dann quasi wieder nach hier vorne zurück. Ich glaube, wir haben jetzt einen kleinen Teil nicht gemacht, wo es Dingos gab. Und tasmanischen Teufel, die hatten wir allerdings auch schon in den anderen Zoo gesehen, deswegen wandten wir das jetzt nicht ganz so dramatisch. Dafür haben wir ansonsten aber einiges an Metern heute wieder gelaufen. Ein Koala gehalten, ein Koala-Foto gemacht, das ist echt cool geworden. Und auch jetzt hinterher nochmal Koala streicheln können im Freigehege. Und Kängurus gefüttert und ganz viel einfach gesehen. Also der Zoo ist immer wieder ein Highlight. Wir waren jetzt zwar nicht in diesem Hospital, hier kann man sich halt auch nochmal ein Krankenhaus angucken, ein Tierkrankenhaus. Für eine kleine Gebühr, $2 Donation ist es, glaube ich. Das macht allerdings auch eine halbe Stunde zu. Und jetzt wollen wir da nicht noch groß uns dahin tingeln. Und das Wetter sieht auch so aus, als würde das da hinten dann nochmal ein Gewitter geben. Zumindest donnert es schon. Und daher haben wir jetzt gedacht, okay, wir haben auch einiges gesehen. Langsam ist auch mal genug. Für den Großen hätten wir überlegt, ob man nochmal auf so einen Spielplatz könnte. Aber das hat sich jetzt dann halt irgendwie nicht ergeben. Hier gibt es ja einen innen drinne, da sind wir jetzt aber halt nicht so lange verweilt. Er hatte ja auch seinen Mittagsschlaf noch gehabt, während wir dann noch was gegessen hatten oder kurze Pause gemacht haben. Im Kolosseum waren wir auch. Das Programm war wieder ganz cool, auch wenn es da in dem Moment sehr heiß war. Und an und für sich sind wir jetzt ja von 9.30 Uhr, glaube ich, bis jetzt 16.30 Uhr jetzt hier gewesen. Das ist auch recht lange, wie ich finde. Jetzt fahren wir dann noch wieder eine Stunde zurück, halten auf dem Rückweg noch einmal an für was zu essen. Und genau. Haben damit so auf jeden Fall einen schönen Tag gehabt. Wir hören uns wieder.